Hallo und damit willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir schauen uns heute mal einen super wichtigen Punkt im ganzen Bereich Vanlife an, und zwar, das ist der Verbrauch. Ich habe mich, bevor ich mich ja fürs Vanlife entschieden habe, bevor ich den Van ausgebaut habe, sehr schon mit dem Thema beschäftigt, und ganz ehrlich war das immer so ein Punkt, auf den ich eigentlich bis zu meinem Bau, bis zu meiner Phase jetzt, wo ich gerade bin im Vanlife, keine Antwort gefunden habe. Wie sieht's aus mit dem Wasserverbrauch, mit dem Stromverbrauch und mit dem Gasverbrauch? Was benötige ich, wie komme ich hin und so weiter? Ich versuche euch heute mal wirklich jetzt nach 1,5 Monaten im Vanlife möglichst genau zu zeigen, in welchem Bereich wir wie viel benötigen. Vielleicht ein guter Anhaltspunkt für den einen oder anderen da draußen, wenn ihr gerade am Planen eures eigenen Vans seid. Ja, ich würde sagen, damit geht das Video los. Ganz viel Spaß. Wasser, Strom und Gas. Das sind alles drei nochmal einzelne Bereiche. Gas nicht bei jedem Van vorhanden. Ist aber, denke ich, wenn man auf den Backofen Wert legt oder generell eben ja viel kochen will, fast ein Must-Have, denn da kommt man mit Elektro eigentlich nicht wirklich weit, da das Ganze extrem viel zieht. Deswegen kurze Empfehlung vorab, entscheidet euch auf jeden Fall für Gas, auch wenn das ein bisschen nervig ist mit der Gasprüfung alle 2 Jahre. Aber ganz ehrlich, wenn ihr Gas verbaut habt und das einmal richtig installiert ist, dann ist es wirklich eine super Sache. Ich würde sagen, damit beginnen wir auch direkt mal mit dem Gas. Ich habe jetzt in meinem Camper eine 5 Kilogramm Gasflasche verbaut. Wir sind jetzt 1,5 Monate unterwegs und wir haben die vor einer Woche mal auf gut Glück füllen lassen. Sozusagen, dass uns das Gas halt nicht plötzlich beim Kochen ausgeht, sondern wir wollten mal sehen nach so 5-6 Wochen, wie sieht's aus, wie ist der Verbrauch. Und es war mega glücklich, denn die war komplett leer, zumindest laut Gasauffüller in Griechenland. Entweder hat er uns einfach übers Ohr gehauen und hat gesagt, nee, 5 Kilo habt ihr gerade reingefüllt, weil man zahlt eben sozusagen genau das, was man eben reinfüllt. Oder wir waren wirklich komplett leer, denn wir mussten 5 Kilo tatsächlich auffüllen. Auch kurze Einschätzung, wie teuer ist das Ganze? Wir haben jetzt für 5 Kilo 6 Euro gezahlt in Griechenland. Ich denke, das ist auf jeden Fall in Ordnung für 1,5 Monate knapp kochen, backen und so weiter. Geht das auf jeden Fall in Ordnung. Dazu kann ich auch noch kurz sagen, der Verbrauch nach 1,5 Monaten ist das nicht mega viel, oder nach nur 5 Wochen eigentlich ist es nicht mega viel. Es kommt drauf an. Wir haben uns zum Beispiel jetzt einen Omnia-Backofen selbst gebaut und sind mit dem eigentlich die ganze Zeit am Brot backen, am Kuchen backen. Also ich kann es mal kurz grob überschlagen. Ich würde sagen, wir haben in dem Monat oder in den 5 Wochen 6 Brote gebacken und 2 Kuchen, also 8-mal gebacken. Und wenn ihr backt, müsst ihr euch überlegen, weil das ist ein Backofen sozusagen, den man auf den Herd stellt, wo man dann auch das Gas anmacht, dann gehen da jeweils so 40 bis 60 Minuten eine Flamme an, also an reiner Kochzeit drauf. Das heißt, dadurch schießt natürlich der Verbrauch enorm in die Höhe. Ich würde jetzt einfach mal grob über den Daumen schätzen, nach meinem Verbrauch hier, ohne das Backen würden wir mit der 5 Kilogramm Gasflasche 2 Monate, würde ich sagen, durchhalten, und danach muss man wieder befüllen gehen. Aber das Befüllen, wie gesagt, ist kein Hexenwerk. Gibt es auf Park4Night überall so Stops eingezeichnet. Kostet relativ wenig und dann hat man auch erstmal wieder 1,5 Monate Ruhe. Das ist so viel zum Thema Gas. Damit würde ich sagen, kommen wir zum nächsten und schauen uns mal den Wasserverbrauch an. Und am Ende kommen wir dann zur Elektrik, auch ein sehr spannender Punkt. Wasserverbrauch. Da haben wir, wie ihr wahrscheinlich schon in der Roomtour gesehen habt, welche ja super bei euch ankam. Ich glaube, über 35.000 Menschen haben die schon gesehen. Wahnsinn, und die ist erst seit 3 Tagen online. Falls ihr die verpasst habt, findet ihr sie hier verlinkt. Da habe ich es ja auch schon erklärt kurz. Genau, wir haben einen 150 Liter Wassertank. Also wir haben nochmal zusätzlich, ich glaube, einen 25 Liter Frischwassertank mit wirklich reinem Trinkwasser, wo wir nur Trinkwasser reinfüllen, weil wir jetzt nicht irgendwie unser normales Wasser, was wir überall zapfen, durch Filter jagen wollen und das dann trinken, sondern wir leeren in unseren reinen Trinkkanister wirklich nur Trinkwasser, also gekauftes, oder wenn es explizit dran steht, irgendwo, wo man es auffüllen kann, rein. Ansonsten eben der 150 Liter Frischwassertank, welcher Dusche, Spüle und ja, Waschbecken und so weiter halt versorgt. 150 Liter, wie weit kommen wir damit? Ich würde sagen, so zwischen 5 und 7 Tagen bei nicht täglichem Duschen. Aber doch relativ viel Verbrauch, sage ich mal. Wir benutzen sehr oft unsere Spülmaschine. Die zieht 3 Liter. Ich denke aber nicht, dass das wirklich mehr ist, als wenn wir jetzt von Hand da abspülen würden. Vielleicht okay, wenn wir das irgendwie richtig, richtig sparsam alles waschen. Aber ansonsten 3 Liter, denke ich, geht da auf jeden Fall in Ordnung. Deswegen ja, so 5 bis 7 Tage kommen wir mit unserem 150 Liter Tank hin. Ich habe mit anderen Vanlifern, die ich jetzt in der Zeit bisher kennengelernt habe, gesprochen.
Die einen hatten einen 270 Liter Wassertank, ganz crazy, aber die haben auch beide jeden Tag, also wirklich täglich geduscht. Das war denen mega wichtig und die haben auch dann eine Woche durchgehalten. Dann habe ich noch von anderen gehört, die hatten einen 90 Liter Tank, die halten eigentlich nur so 3 Tage durch. Deswegen würde ich euch empfehlen, bei der Planung des Wassertanks, nehmt auf jeden Fall 150 Liter oder mehr. Mehr ist in dem Punkt immer besser bei Wasser, denn dann habt ihr einfach den Stress erstmal nicht. Und es kann manchmal richtig cool sein, wenn man einen geilen Spot entdeckt hat, wo man auch erstmal versorgt ist mit Lebensmitteln und so weiter, dass man auch erstmal eine Woche zum Beispiel nicht weggehen müsste und den Platz verlassen müsste und man auch natürlich genug Energie am Start hat. Dann ist es schon was mega Nices, wenn es nicht am Wasser scheitert, denn nicht jeder Stellplatz, wenn man mal wirklich komplett in der Natur ist, irgendwo bietet irgendwie die Möglichkeit, Wasser aufzufüllen. Das haben eigentlich die wenigsten. Wir sind jetzt gerade hier in Albanien an der Küste angekommen vor einer Stunde, sind hier an einem ewig langen Strand, vielleicht kann man es ein bisschen erkennen. Hier hat es tatsächlich noch überall Strandduschen, teilweise sind welche noch in Betrieb, hier können wir easy Wasser auffüllen, also das ist gar kein Problem. Zumindest um unsere Wetsuits oder so wieder zu waschen oder das Schnorchelzeug. Aber das ist wie gesagt nicht die Regel, deswegen guckt bei der Planung danach, kann ich euch empfehlen, jetzt schon 150 Liter plus Wassertank, dann seid ihr auf der safen Seite und es ist wirklich ein nice to have Feature, einen großen Wassertank zu haben. Damit kommen wir zu Punkt Nummer 3 und zwar die Elektrik. Wie sieht es mit der Elektrik aus? Wie viele Amperestunden habe ich? Was ist unser täglicher Verbrauch? Was würde ich empfehlen? Also wir haben 645 Watt Solar auf dem Camper, was auf jeden Fall schon eine ganze Menge ist. Und ich jetzt so erstmal pauschal raushauen kann, ob mir das reicht oder nicht. Ja, es reicht. Wir haben eine 320 Lithium-Ionen-Batterie mit am Start oder 260 eher, 260 Amperestunden zweimal, also 320 Amperestunden Lithium-Ionen-Batterie. Die haben wirklich einiges an Kapazität. Wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, dass das eine ganze Menge ist. Und jetzt kann ich euch mal kurz einen kleinen Richtwert nennen, also was wir so täglich im Gebrauch haben. Wir haben eigentlich abends gerade immer so 1 bis 2 Stunden die Fußbodenheizung an. Die zieht 240 Watt. Ansonsten einmal am Tag, würde ich sagen, läuft die Spülmaschine. Wir kochen immer mal wieder was mit unserem, mit der Küchenmaschine, also der Monsieur Cuisine, dieser Thermomix-Fake, der zieht auch ein bisschen was. Abends mal der Beamer an, der Monitor, wenn wir Filme schauen. Ansonsten mein MacBook ist fast immer am Strom gefühlt, halt connected mit einem USB-C-Dock und ist auch sehr viel an. Wir laden die E-Bikes ab und zu, wir laden die fette Powerstation, die externe und wir haben keine Probleme. Uns reicht es wirklich massig. Wir haben noch einen Ladebooster verbaut, okay, das muss man dazu sagen. Der lädt mit 50 Amperestunden, also sobald wir fahren werden 50 Amperestunden, das ist circa genau das, was wir auch über die Steckdose ziehen würden. Ne, das war beim alten Wechselrichter noch, genau, mittlerweile über den neuen können wir über die Steckdose, glaube ich, nur noch 20 Amperestunden laden. Aber ja genau, circa 50 Amperestunden, das könnt ihr normal eigentlich auch aus der Steckdose rausziehen. Und das ist halt das, sobald wir den Motor starten. Das heißt, wenn wir irgendwie 3 Stunden fahren, ist das Ding auf jeden Fall wieder randvoll, egal wie leer es war. Und ansonsten laden wir mit Solar. Und Solar, wir sind ja jetzt noch relativ früh, jetzt haben wir Anfang März. Und trotzdem kann ich sagen, wir laden am Tag circa mit den 645 Watt auf dem Dach, laden wir circa 60% der Batterie wieder voll. Also ich würde mal sagen so, ich weiß nicht, vielleicht 180, 190 Amperestunden so grob schaffen wir am Tag jetzt rein über Solar zu laden und wir verbrauchen am Tag mit unseren ganzen Sachen circa das auch, würde ich sagen, also mit Kühlschrank auch, der ist bei uns im Dauerbetrieb, 230 Volt, würde ich sagen, haben wir am Tag so einen Verbrauch von vielleicht 100 bis 150 Amperestunden und laden am Tag so, wenn die Sonne scheint, 150 bis 200 Amperestunden voll, je nachdem, ob wir eben nur stehen und ob die Sonne scheint oder wenn wir natürlich fahren, ist immer randvoll. Das als kleiner Richtwert. Was würde ich bei meinem nächsten Van oder was werde ich bei meinem nächsten Van bei den 3 Punkten anders machen? Gibt es da schon was, was ich sagen kann? Ich werde auf jeden Fall beim nächsten Van, es wird nämlich auf jeden Fall einen weiteren Van geben, der ausgebaut wird oder vielleicht noch mehrere, mal sehen. Ich werde auf jeden Fall beim nächsten Van statt 150 Liter Wassertank vielleicht irgendwie in Richtung 200 gehen und ich würde ihn unterm Auto platzieren, sehr wahrscheinlich. Klar ist im Winter nicht ganz so geil, dass man den dann beheizen muss, aber es spart enorm nochmal Platz, den man dann in der Garage sozusagen frei hat, was ziemlich, ziemlich nice ist, das, weil man kann gar nicht genug Platz haben, obwohl ich sagen muss, wir kommen easy mit unseren Sachen hin, aber trotzdem, je mehr Platz man hat, desto komfortabler, klar, kann man sich vorstellen. Ansonsten in Bezug auf Gas, würde ich da was anders machen? Würde ich eine größere Flasche nehmen? Nee, 5 Kilo ist, würde ich sagen, der Sweet Spot, weil dann habt ihr jetzt nicht nur diese kleinen Campingkocher-Dinger, die halt relativ schnell leer sind, aber ihr habt jetzt auch keine, ich glaube, was ist die nächste Größe? Ich glaube, 11 Kilogramm Gasflasche, die ihr irgendwo verstauen müsst. Der 5 Kilo Gaskasten ist echt noch handlich.
kann man gut bauen, lässt sich gut unter der Spüle oder einem Sitz unterbringen. Von dem her, das würde ich sagen, ist perfekt, die Größe. Und bei der Elektrik, weniger Solar würde ich nicht nehmen, aber mehr auch nicht unbedingt. Ich denke, das ist ein guter Bereich, so zwischen 600 und 800 Watt, was ihr euch aufs Dach packen könnt. Je nachdem natürlich, wie viel ihr braucht. Wenn ihr aber wirklich sagt, ihr seid auch viel unterwegs und habt einen Ladebooster verbaut, dann reichen auch viel weniger Solarmodule auf dem Dach. Aber andererseits ist es halt, wie gesagt, für mich zumindest, es kommt natürlich darauf an, wie man reist mit dem Van, aber für mich ist es wunderschön, wenn man mal wo angekommen ist und dann da auch wirklich 3 bis 5 bis 8 Tage, keine Ahnung, steht, sich keine Sorgen um nichts machen muss und man wirklich komplett autark da lebt. Und deswegen finde ich es schon relativ nice, so viel Solar auf dem Dach zu haben. Deswegen würde ich das euch schon empfehlen, auch mindestens 600 Watt dazu nehmen. Vom Speicher her würde ich auch sagen, mindestens 300 Amperestunden. Dann habt ihr da echt gar keine Probleme bei gar nichts. Könnt den 230 Volt Kühlschrank immer anhaben, könnt, wann ihr wollt, eure Playstation anschmeißen oder was auch immer, oder euren Beamer, euren Monitor, was auch immer. Das ist dann wirklich so ein richtiges Wohnungsgefühl wie zu Hause, weil man wirklich auf nichts verzichten muss. Man kann immer alles einstecken, ohne sich irgendwie Sorgen machen zu müssen. Und das finde ich auf jeden Fall extrem Luxus im Van. Deswegen würde ich sagen, das soll es von meinem kleinen Einblick gewesen sein zu unserem Verbrauch von Gas, Wasser und Strom. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wie sieht bei euch der Verbrauch aus. Vielleicht habt ihr ja selbst auch schon Van, seid mit dem unterwegs, habt einen ähnlichen Verbrauch oder ihr sagt, wow, mein Verbrauch ist ja mega heftig, was wir hier verbrauchen zu zweit. Auch das könnt ihr mich gerne wissen lassen und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns schon beim nächsten Video. Ich gehe in den nächsten Videos mal drauf ein, wie die Spülmaschine mir wirklich gefällt nach jetzt langer Nutzung, wie ich mein ganzes Smart Home überhaupt gebaut habe, wie ich vor allem auch die smarte Dusche installiert habe und das ganze smarte Wassersystem. Das folgt in den nächsten Videos einzeln, also bleibt auf jeden Fall dran. Falls ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da, dann wie gesagt, bekommt ihr es auf jeden Fall mit. Ansonsten herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns schon beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und bleibt alle gesund. Ciao, ciao.